So, willkommen zurück zu Lonely. Ich probiere jetzt nochmal eine Folge. Ich versuche mich jetzt hier nochmal daran. Das war runter. Das war so. So. Ich glaube, dass vielleicht der Fehler darin lag, dass das hier die falsche Farbe war. Nee. 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 Das ist fix. Ah. Ja gut, das ist belastend. Oh. Ich hab's gelöst. Oh oh. Ich hatte schon mal so eine Half-Life-Mod, die genauso angefangen hat. Was ist Babygeschrei? Wie kann das sein? Das ist unmöglich. Ich bild mir das alles nur ein. Ich habe das jetzt echt gerade rein zufällig gelöst gehabt mit ein bisschen Try and Error gerade eben. Fragt mich nicht. Ich habe einen Spielstand nochmal geladen, weil ich schon wieder ins Gift reingemarschiert bin. Deswegen muss ich jetzt das hier nochmal erneut holen. Ja. Also nicht wundern. Aber ich glaube, mehr hatten wir auch nicht gemacht und halt noch die Unterhaltung geführt. Ich habe Angst vor diesem Baby. Es ist zwar nur ein Baby, aber das kann halt hier so also spielen alles Mögliche bedeuten. Das kann einmal eben ganz gediegen, so gesehen, den Poppes aufreißen. Och ja, ich weiß gar nicht mal, wie diese Half-Life-Mod hieß. Wo dann... Oh oh. Weg hier. Wo soll ich denn jetzt hin? Und da ist schon wieder das Horrorbaby. Aufs Maul. Ah! 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 Aufs Maul. Ah! Hilfe. Aufs Maul. Es tut mir leid, aber ihr seid im Weg. Es kann nur einer, es kann nur einen geben. Aufs Maul. Aufs Maul. Ja. Ja, okay. Wenn ich das gewusst hätte, dass der Tag heute so enden wird. Und die Chaos Disc. Danke. Zu freundlich. Shit, wir sind in einer Sackgasse. Oder? Nein, 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 es geht hier weiter. Wo war denn der Ausgang? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt bin ich in der Sackgasse. Shit. Nein, jetzt rächt sich alles. Oder auch nicht? Okay, gut. Ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber ich nehme das so. Fuck, ich hab's echt rausgeschafft. Dieses Wesen, was will das bloß von mir? Wow, wenn ich jetzt die Disc nicht geholt hätte, dann wäre ich für immer weg gewesen. Gut. Gut, dass ich das noch gemacht habe. Können wir jetzt lesen, was hier steht? Ich kann das doch jetzt nicht lesen. Ich will jetzt auch mit den Leuten nicht reden. Ich mache das offscreen nach der Aufnahme hier. Oh, guckt euch die Lösung an. Stitch kann gerne schreiben, wie das hier gedacht war. Ich kann es jetzt echt nicht nachvollziehen. Ich hab diesen Brunnen gehabt und ich habe euch ja kurz erklärt gehabt, was meine Idee war, wo ich mich vertan haben könnte. Aber das hat ja nicht funktioniert, also... Ja... Keine Ahnung, aber Feuer rechts, das war super. Warum auch immer. Gut. Nichtsdestotrotz, ich habe einen Schraubenschlüssel. Mit dem kann ich irgendwas machen. Ich weiß aber nicht, was. Das ist jetzt nicht so geil. Und ich habe ein Ventil. Das heißt, ich kann irgendwo Wasser abdrehen oder aufdrehen. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, wo, wie, was. Aber wir können das. Ich muss ganz ehrlich sagen, von allen Gebieten bisher, ich mag die Kanalisation am wenigsten. Das hat jetzt wenig mit irgendwie objektiver Kritik zu tun oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen, also, aber es ist einfach nur so, ich mag so große Gebiete einfach zu spielen nicht. Egal welches Game, das hat mich bei Skolias auch ein bisschen gestört gehabt. Also jetzt wie gesagt, jetzt nicht im Sinne von,
das muss man ändern, sondern im Sinne von, ich fühle mich dann einfach nicht wohl, weil ich dann immer so einen Eindruck habe, oh je, das ist so viel, was man beachten muss und so viel, was man potenziell übersehen kann. Und ich kenne mich, ich übersehe wahnsinnig gerne Sachen. Deswegen, ja. Ihr versteht, woher dieses Gefühl kommt. Ich glaube, ich habe das jetzt gut zum, gut ausgedrückt. So. Aber nichtsdestotrotz so, wir müssen uns jetzt hier einfach weiter durchkämpfen. Wir haben keine andere Wahl, so. Oh, wir haben sehr, sehr viele Babys vermöbelt. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Karma gibt in, dieser Traumwelt oder Albtraumwelt, besser gesagt. Wenn ja, dann weiß ich nicht, ob das jetzt zuträglich war. So, Toilette wusste ich jetzt nicht, was ich machen sollte und hier auch nicht. Wir müssen irgendwo Wasser auf- oder abdrehen oder was anderes auf- oder abdrehen, aber ich weiß halt echt nicht was. Oje, und ich war wieder nicht auf dem Klo, verdammt. Das hole ich aber noch nach. Wir gehen jetzt einfach hier zurück. Nein, die Tür rührt sich nicht mehr. Das ist belastend. Wir zünden einfach das Ventil an, dann ist der Spuk vorbei. Nein, lieber nicht. Ja gut. Oder wir behalten das Ventil für den ein oder anderen nützlichen Moment. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch jetzt wieder irgendwo einen klassischen Cut setzen und sagen, so Leute, ich guck mal kurz, bis ich was finde und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber das ist ja auch immer langweilig, wenn ich ständig alles nur noch rausschneide. Ihr von der ganzen Action nichts mehr mitbekommt. Das ist ja auch öde. Dann kann ich ja das Spiel selber offline spielen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Let's Plays, ne? Aber dann ist es auch nicht Sinn und Zweck eines Let's Plays, hier alles so lange auf- und abzulaufen, bis ihr die Maps auswendig kennt. Also, da ist ja noch eine zweite Box in der Richtung. Ich weiß nur nicht, was ich da eintragen soll. Ich kann mal gucken, ob ich dafür noch einen Lösungsansatz finde. Da gab es auch, ich habe das vorher mal offscreen ausprobiert, da gab es auch zwei Felder, die so gesehen starr waren, also an denen man nichts ändern konnte. Und vielleicht mit einem Hinweis, den es dort noch in dem Gebiet gibt, vielleicht finde ich da ja eine Lösung, ne? Oder ich pausiere diese Folge einfach, so wie sie jetzt ist, und nimmt zu einem späteren Zeitpunkt auf. Das ist auch eine Idee, die wir machen können. Ne? Ja, ich glaube, das mache ich auch genauso. In dem Fall renne ich jetzt Richtung Buch und speichere, dass ich jetzt hier so großartig das hier erledigt habe und sag einfach mal bis